Das ist natürlich jetzt... Oh, was soll denn das? Arschgesicht, so. Würde jetzt bitte mal den Ork treffen und vernichten. Treffen? Naja. Ach, komm schon, hör auf, die ganze Zeit auf Igel zu gehen. Hab doch vorhin auch nicht gemacht. Hat einfach nur getroffen. Eins. Fünf. Das reicht nicht. Ich brauche mehr Gruppenmitglieder. Mehr Gruppenmitglieder. Wir brauchen einen neuen Igel. Was? So, du marschierst mal rüber und du da runter und andersrum. Du runter und du rüber. Oder genau genommen runter rüber und du nur rüber. Also ähnlich so, okay. Ach, ich hab keinen Bock mehr, wie durch die Gegend zu schieben. Er überlebt einen Treffer bestimmt. Und wenn nicht, bekomme ich es als erster mit. So. Ich könnte Zauber benutzen, ne? Das Steindings war doch schon recht effektiv. Muss ich zugeben. Hatte schon viel Schönes. Bei näherer Überlegung habe ich auch keinen Händler, bei dem ich alles verkaufen kann. Das heißt, ich sammle hier einen gigantischen Haufen Scheiße und kann es nicht verkaufen. Aber was, Moment, das war jetzt beim Ork, ne? Ja. Sehr gut. Das heißt, der Ork wird jetzt gleich richtig Fettschaden einstecken. Theoretisch. 9! 5. Schön, dass wir drüber geredet haben. Jetzt pisst sie sich. Feige Sau. Ich kann nicht weiter vorrücken. Die Gegner können das immer noch, ich nicht. Gut. Schlag dem Hauptmann die Zähne aus. Jetzt haut er natürlich nicht ab, die Pfeife. Okay, das ist jetzt natürlich ungünstig. Nein, 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 nein. Hört doch mal auf, Egel anzugreifen, sonst muss ich gleich laden. Nein, 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 nein. Schadenspunkt, er hält noch ein, zwei Treffchen aus. Oh, der ist hinüber. 17. Ja, ja, doch, das geht noch. 5. Soll ich ihn vielleicht doch mal zurückziehen? Bin mir unsicher. Ich denke, einen Treffer kann man noch abwarten. Denke ich? Ich bin mir so unsicher. Darf es nur nicht verpassen. Passiert schnell, wenn man Autopilot benutzt. So, 3. Er hat jetzt noch 14. Okay, das geht noch. 3, ja, 4. Ich mache schon mal Schaden. Also wenn ich mal treffe und Schaden mache, mache ich schon Schaden, ne? Also wenn man jetzt die Fälle abzieht, wo ich keinen Schaden mache und die Fälle anzieht, wo ich gar nicht erst treffe, dann treffe ich schon und mache Schaden, ne? 4. Wie viel hat er jetzt noch? 10. Soll den vielleicht aus der Schusslinie holen. Ja, besser ist das vielleicht. Er hat noch 10. Ich hab doch 72, weil sie mir keinen Schaden machen können. Das war die richtige Entscheidung, glaube ich. Wir ziehen ihn sicherheitshalber noch weiter weg. Den Rest mache ich dann persönlich. So. Autopilot rein. Und noch mehr Schaden. Wer ist überhaupt dieser Reck? Mir macht nach wie vor dieser Reck Sorgen.
Ich habe das Gefühl, das wird nochmal ein ekliger Kampf. Also vorausgesetzt natürlich, er kann mir Schaden machen. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Drei, hey. Jetzt soll ich wieder Magie benutzen. Das hat das letzte Mal fast schon funktioniert. Andererseits brauche ich die vielleicht noch für Reck und ich würde mir jetzt auch nichts zu fressen kaufen. Ich hoffe, das gibt hier keine Probleme, wenn man keine Rationen dabei hat irgendwann. Nicht, dass man dann auch nur anfängt zu verhungern oder sowas. Eure Gruppe ist hungrig. Brrp. Scheiße. Das, wenn du irgendwo mitten in der Walachei stehst. Das wäre schon nicht so pralle. Genauso wie das daneben schlagen. Oder keinen Schaden machen. Und was macht ihr dieses Jahr noch so? Komm schon. Ich will noch ein paar Meter gehen, paar Meter machen, bevor Feierabend ich mache. Tun. Würde ich gerne, das wäre mir so ein Bedürfnis. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch in Erfüllung geht. Nein, 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 nein. Ich hatte noch irgendwo eine Ersatzaxt. Gut, dass ich die erbeutet habe. Nicht du, du. So. Kann sein Leder nicht mal kaputt gehen oder was auch immer er trägt. Was trägt denn der Ork von heute so? Hm? Eine blutrünstige Lederrüstung des Blutdursts oder so ähnlich. Der Blutwurst. Ich hätte gerne auch deine Kampfaxt, für den Fall, dass meine Kampfaxt erneut abbricht. So eine normale Axt macht zwar auch Schaden, aber die hat zwei Schadenspunkte halt weniger und das ist halt schon ein Unterschied, ne? So ein bisschen. So, fließt du jetzt oder... Nein, du bist nur kurzzeitig mal zurückgewichen. Weil du gedacht hast, ich kann's. Und. Boah, ich einfach mal. Das ist jetzt die ganze Zeit. Nein? Gut. Sehr gut, ich würde ihn gerne mal wieder treffen. Aber das sieht nicht so gut aus. Und auch Schaden machen. Wäre auch gut. Treffen und Schaden machen. Hier war ich zurück. Na, leck mich doch. War ich da jetzt. Ja, jetzt war ich da wahrscheinlich nur noch zurück, ne? Nein? Nein, sehr gut. Das Spiel ist ausnahmsweise mal gnädig mit mir. Was ist denn jetzt kaputt? Ha, deine Kampfaxt. Ist gleich kaputt. Ja, hallo, war ich. Reagiere auf meine Tasten. Drück. Knöpf. Drück. Ein. Zwei. Ich brauche mal was Richtiges. Zwei, das ist so. So nichts sagen. So nutzlos. Ja, 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 jawohl, jawohl. Muss nur hartnäckig bleiben, dann hat man vielleicht eine Chance. Nein, ich lass dich nicht hinkommen. Ich will eine Kampfaxt. Ich brauche Ersatz für den Fall, dass meine abbricht. Falls die Ersatzkampfaxt, die die Kampfaxt ersetzt, abbricht, brauche ich eine Ersatzkampfaxt. Ich glaube, der Ersatz grammatikalisch Sinn. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Okay, dann müssen wir jetzt wohl mal wieder die harten Geschütze auffahren. Auch wenn ich mir das gerne aufheben würde, aber...
Auch wenn ich gerne treffen würde, aber nee. Ich will diese Axt. Ich werde sie nicht bekommen, habe ich das Gefühl. Ja, komm, dann hau halt ab. Sehr gut. Nicht nur, dass ich die Axt nicht bekomme, ich habe auch so die Mana-Punkte verballert. Und ich habe die Axt nicht mitgenommen, die abgebrochen sind. Sehr gut. So, hier sitzen wir wieder mal am Tisch. Dum, dum. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Was ist denn hier? Hier geht's nur wieder raus, okay. So, wir speichern. Wo auch immer ich zwar jetzt gespeichert habe, nach diesen spannenden Kämpfen weiß ich das immer nicht mehr so genau. So, und gehen wir hinter, wo der Gong war, und gehen dann mal hier rein. Oh fuck, ich habe Igel nicht geheilt. Ihr betretet den Raum und werdet von einem fürchterlichen Brüllen begrüßt. Eine riesige Gestalt erhebt sich von einem ebenso riesigen Tisch und schreit euch entgegen: Schläft die Küche, ihr seid ja nicht im Topf! Ich hab Hunger! War voll geschrien und so. Dann verzieht sich das Gesicht des Hühnens zu einem breiten, aber nicht sehr angenehmen Grinsen und mehr an sich selbst gerichtet dröhnt ihr: Macht nix! Rohkost soll ja ab und zu sehr gesund sein. Wer trägt gut tun? Registry. Wird der Registry gut tun, erhebt seine gewaltigen Keule und kommt euch gemächlich entgegen. Das ist doch schon wieder Verarsche und Igel ist so gut wie tot. Wo habe ich gespeichert? Da hoffe ich jetzt. Ich kann, glaube ich, auch jetzt noch nicht rasten. Nein. Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen uns hier nochmal kurz zurück. Dezente Rückzugs. Vor allem, das ist doch kein Ork, das ist ein Troll oder sowas. Ich hätte es fast schon wissen müssen. Das Spiel will mich schon wieder trollen. Halt, Moment. So, wir wollen... Wo geht's denn hier raus? Wie komme ich denn hier? Da. Da, so sieht es draußen aus. Wir warten mal 2 Stunden. Gut, und dann kann ich jetzt mal wieder Zeug in Großvaters Hütte abliefern. Ich habe da ja noch nicht genug eingelagert. Jetzt soll ich mal irgendwas zu fressen kaufen. Was kosten Rationen? Geld, also schon mal abgelehnt. Ich habe 25, davon könnte ich mal ein paar abgeben. Und sich 15, 11 passt gut. Damit er auch mal seine Spruchpunkte gut checken. Nein, okay. Nee, da kann ich nicht durchlaufen. Moment, nee. Das ist. Nein. Also, ich kann das versuchen, aber ich werde es nicht durchhalten. So, wo habe ich jetzt gespeichert? Ich habe nicht aufgepasst. Da schon mal nicht. Super, ich habe nicht aufgepasst, ob ich gespeichert habe. Alles richtig gemacht. Du hast gar nicht gespeichert. Das wäre schlecht. Kannst mich mal, Mistvieh. Das muss er gewesen sein. Ja. Ja, auf Anhieb mit dem 5. Versuch geht. Also 5 Versuche ist es gut, wenn man bedenkt, dass ich 5 Spielstände habe. Das ist schon eine ziemlich gute Bilanz. So, wir lagern ein. Das Langschwert. Die Axt. Die Windperle kommt nicht hier rein. Nee. Noch mehr Äxte, noch eine Axt. Kurzschwert. Noch eine Axt. Gut. Gut, 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 gut.
Oh halt, ich könnte noch in Geld einlagern. Wie viel Geld habe ich denn dabei? 310? Dann, ja, so viel ist das ja noch nicht. Wenn es so weitergeht, habe ich wirklich irgendwann mal eine Kiste voll. Ich habe, glaube ich, schon die ganze Kiste nur mit zerbrochenem Zeug. Windperlen, waren die da drin? Ne, hier war das Silbersteckzeug. Was ist denn hier drin? Windperle. Muss ich doch bestimmt wieder alle nehmen, damit ich sie dann hier wieder einladen kann. 5, wie viel gibt es überhaupt? Ich glaube, keine Ahnung. Stahlhelm. Das ist alles Zauber. Fallen finden. Wissen. Wissen? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ja, wenn du die liest, dann glaubst du, was zu wissen. Du weißt zwar trotzdem nichts und hast keine Ahnung von nichts, aber du glaubst es dann auch immerhin. Gut. Verkauft ihr inzwischen wieder irgendwas? Nein. Das Problem ist, ich will von ihm auch nichts kaufen, weil das alles scheiße ist. Oder warte mal, vielleicht kann ich ja, wenn ich einen Schleuderstein kaufe. Nein. Gut. Ich stelle gerade fest, ich habe gar keinen Platz mehr bei dem. Ich mache mal noch einen Platz frei. Okay, es ist ziemlich an seinem Limit. Aber ich habe noch Platz. Sehr gut. Warum ich den Bernstein die ganze Zeit mit rumtrage, frage ich mich auch. Aber vielleicht wird er irgendwann mal wichtig. Werft. Ich weiß nicht, wie nach Burnwild kommen. Ich habe das Gefühl, ich laufe da irgendwie an dem... Dass es irgendwo einen Punkt gibt, von dem aus ich nach Burnwild laufen kann, aber... Ich laufe einfach immer an ihm vorbei oder so. Habe ich inzwischen das Gefühl. Ich laufe eben da lang. Oh, gut. Sind natürlich wieder so viel, okay, wir lassen jetzt erstmal. 40 Lebenspunkte und 47 Spruchpunkte. Dahin. Dann gehen wir wieder in die Orkhöhle und sind bereit für den Endboss. Richtige Endboss, jetzt geht's aber langsam echt los, du. Und hier ist die Karte wieder so komisch. Egal, Karl. So, wir wollen da lang und dann da längs und dann da hinten rein. Durch das runde Loch ins dunkle Höhleninnere. Und dann da hinten. Und dann da bei dem Feuerwerk. Okay, und dann... Haben wir es auch schon gefunden. Gut, speichern. Nee, nicht wirklich. Sind alle ausgerüstet. Hat irgendwie noch so wenig Lebenspunkte. Wie lange kann ich überhaupt schlafen? Ich will mal kurz was nachprüfen noch. So, 5 Stunden. Junge, es sind 5 Stunden vergangen. Als Student kann ich da schon wieder schlafen. 37, 35. Ach so, es braucht immer eine Ration. Okay, das ist dann natürlich... Egal, so, nochmal speichern. Ja, dann... Hallo. Der hat doch auch gar kein Schild, bin mir sicher. Hügelriese ist das, kein... Kein Troll. Ach, Riese-Troll, was zur Hölle? Der kann mir Schaden machen, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich echt nicht gut. Aber ich finde gut, dass Nelvin immer noch...
Das würde mir jetzt nicht so gefallen, muss ich sagen. Das ist jetzt weniger günstig. Könntet ihr bitte mal damit aufhören? Ja, also... Wie wäre es, wenn er jetzt einfach kein Mana mehr hat oder Spruchpunkt oder was auch immer das hier gerade sind? Das fände ich recht gut. Das fände ich sogar regelrecht gut. Ich bewege ihn lieber. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder. Oh ja, okay, jetzt zaubert nicht mehr. Das ist ein Fortschritt. Wir machen hier einen Schritt in die richtige Richtung. Wobei jetzt die Frage stellt, reden wir von einem Schritt nach vorne oder einen Schritt in die richtige Richtung? Heiltrank 2. Habe ich noch andere Tränke dabei? Nein, du bewegst dich lieber nochmal. Und du benutzt mal einen Heiltrank 3. Achso, ich muss ja... Ja gut, aber ich muss ihn eh bewegen. Nein! Ich mag den Typen nicht. So, wo habe ich es jetzt gespeichert? Das war schon mal falsch. Und das ist schon mal richtig. Ich habe nichts, weil ich irgendwie noch... Nee. Irgendwas, was ich verteilen könnte, aber nee. Das ist jetzt scheiße. Da kommt jetzt eine Magie da durch. Das ist... unerfreulich, sage ich mal. Vor allem, weil der gut Schaden macht. Das ist jetzt Scheißendreck. Egal, Karl. Darüber machen wir jetzt dann das... Nein, da wollte ich jetzt nicht. Kann ich... Ah, Rechtsklick, okay. Egal, Karl. Darüber machen wir uns beim nächsten Mal Gedanken. Wie wir diesen Hügelriesen platt machen und dann vielleicht irgendwann mal nach Burnwall kommen, wo es dann vielleicht irgendwann mal auch einen Schmied gibt. Nein! Und Waffe reparieren können, das wäre toll. Egal, geil, das sehen wir vielleicht schon beim nächsten Mal. Nein, egal. So, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.